Ihr werdet in eurem E-Mail-Postfach häufiger mit Mails bombardiert und wollt diese zuordnen, Spam-Mails wegsortieren und wollt einen Filter einstellen? Das erkläre ich euch in diesem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OSOG OD, deinem Computer-, Technik- und Hilfekanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie schon im Intro angesprochen, werde ich euch heute in diesem Video zeigen, wie man beispielsweise bei GMX einen Webfilter einträgt, mit dem ihr eingehende E-Mails vorsortieren könnt, in gängige Unterordner, ja, verschieben könnt und damit sozusagen euren Posteingang schon beim Eingehen der E-Mails vorsortieren könnt und das Step by Step. Falls ihr nur hier seid, um dieses Problem zu lösen, würde ich mich trotzdem wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt meinen Kanal abonniert. Wir stehen kurz vor den 800 Abonnenten hier und viele Leute, die bei mir auf dem Kanal kommen, die wollen gerne Hilfe bei Computerthemen haben, schauen aber ansonsten keine weiteren Videos bei mir. Wenn ihr mich mit einem Support-Abo unterstützen würdet, würde ich mich darüber wirklich sehr freuen. Um das Ganze euch jetzt vorzuführen, werden wir Step by Step natürlich einfach mal in ein einzelnes E-Mail-Postfach reingehen. Generell geht das gängig bei allen E-Mail-Postfächern und allen Anbietern, die sozusagen auf dem Markt verfügbar sind, egal ob das jetzt GMX ist, bei dem Beispiel werde ich euch das zeigen, oder vielleicht bei web.de oder auch bei Google Mail. Die Funktionen sind alle ähnlich und werden auch ähnlich umgesetzt. Ich werde mich jetzt aber erstmal in meinen GMX-Account einloggen, damit wir dort eine, ja, Webfilterregel, E-Mail-Filterregel einstellen können. Dafür gehe ich ganz normal in meinen E-Mail-Account rein, das heißt, ich gebe gmx.de ein, dann komme ich ganz normal auf die Webseite, wo ich mich einloggen kann. Da werde ich mich jetzt kurz mit meiner E-Mail-Adresse einloggen und dann können wir natürlich auch direkt beginnen. Nachdem ich jetzt eingeloggt bin, seht ihr schon, ich habe hier eine Rechnung von Klarmobil bekommen. Mein E-Mail-Postfach ist hier auf der linken Seite sozusagen gelistet. Da kann ich reinklicken und dann seht ihr schon, hier sind einige E-Mails offen. Da habe ich ein paar Sachen am Start. Hier habe ich E-Mail-Kleinanzeigen und sowas. Das ist alles erstmal nicht so relevant für uns. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir an der Seite in unserem Posteingang verschiedene Unterordner haben. Ich habe das Ganze schon sortiert. Falls ihr nicht wisst, wie man so einen Unterordner stellt, dann zeige ich euch das natürlich. Man muss hier unten links nur noch auf diesen Bereich Ordner hinzufügen klicken. Dann könnt ihr sozusagen einen neuen Ordner für euch erstellen. Ich würde den jetzt beispielsweise Sortierung nennen. Und schwuppdiwupp wird dieser Ordner hier unten mit angezeigt. Den kann man natürlich auch im Posteingang oder wo ihr das Ganze halt hinordnen wollt, hinlegen. Ich würde den jetzt beispielsweise direkt unter dem Posteingang halt einsortieren. Das macht ihr hier über dieses Zahnrad. Dann sieht man, okay, wo soll das einsortiert werden? Unter dem Posteingang, alles klar. Und wie viele E-Mails sollen pro Seite angezeigt werden? Wunderbar. Jetzt wandert das Ganze nach oben und ihr seht, hier oben ist der Posteingang und darunter hat sich jetzt der Ordner Sortierung gebildet. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ihr bekommt beispielsweise viele E-Mails von, sagen wir, Otto, Zalando, HelloFresh, Netflix oder sonst was als Beispiel genannt. Ihr wollt diese E-Mails beim Reingehen in euren Posteingang schon vorsortieren. Wie macht ihr das Ganze? Dafür müsst ihr hier unten, ich schiebe mich mal beiseite, dafür müsst ihr hier unten auf die Einstellungen klicken. Da kommt ihr dann in das Menü für eure E-Mails und ihr seht schon, hier gibt es einige, ja, Funktionen, die ihr verwenden könnt. Aber was uns interessiert, ist das hier links an der Seite. Filterregeln. Damit seid ihr in der Lage, ja, Eingangsfilter für die E-Mails, die in euer Postfach reinkommen, ja, einzustellen. Da klickt ihr einfach einmal drauf und ihr seht schon, hier sind schon einige Filter vorgefertigt, die ich schon mal angelegt habe, mit denen ich beispielsweise was vorgefiltert habe. Zum Beispiel, dass alle E-Mails, die zum Beispiel von Essenslieferanten kommen, in einen Ordner kommen, der bei mir heißt Lieferservices. Das Ganze zeige ich euch jetzt natürlich auch nochmal. Das heißt, wir gehen jetzt in unsere Filterregeln rein, klicken hier auf diesen Reiter, der hier in der Mitte steht, eigene Filterregel erstellen, dann öffnet sich dieses Fenster und ihr seht schon, wir können jetzt einige Bedingungen erfüllen und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Aktion ausgeführt. Bedeutet, wir nehmen jetzt beispielsweise hier eine Absenderadresse, das heißt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird, heißt Absender enthält beispielsweise Netflix, dann können wir als folgende Aktion durchführen: Verschieben in Ordner, nicht Posteingang, sondern in den Ordner Sortierung. Den hatten wir gerade erstellt. Dann drücken wir da drauf, drücken einfach jetzt auf Filterregel einrichten
Und schon ist diese Filterregel eingerichtet worden. Jetzt scrollen wir noch nach unten, schauen uns das Ganze an. Wunderbar. Enthält der Absender den Namen oder die Bezeichnung Netflix, wird diese E-Mail automatisch nach dem Eingang in euer Postfach in den Unterordner Sortierung verschoben. Und damit hat sich das Ganze auch schon erledigt. Ihr könnt das für jede Art von E-Mail einstellen. Ihr könnt auch mehrere Absender für eine Sortierung hintereinander legen, zum Beispiel, falls ihr mehrere Abos abgeschlossen habt für Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video und ihr bekommt dort E-Mails, dann könnt ihr auch einen Ordner erstellen, den ihr kostenpflichtige Video on Demand nennt. Und dann lasst ihr alle E-Mails mit dieser einen Filterregel, die reinkommt, automatisch in den richtigen Unterordner verschieben und könnt damit natürlich eure E-Mails besser vorsortieren. Ähnlich könnt ihr das auch bei Rechnungen machen, beispielsweise für, ja, hier habe ich das schon mal gemacht, seht ihr ja, Kleidungsshops heißt das bei mir, Zalando, Dress for Less, Otto Versand und sowas. Das heißt, wenn eine der Bedingungen dieser Sachen erfüllt wird, wird dann entsprechend von den E-Mails das automatisch in den Unterordner Zalando geschickt und ich kann dann halt nachvollziehen, okay, das sind alles ja, E-Mails von irgendwelchen Dienstleistern, wo ich mal was gekauft habe und muss das nicht im Posteingang drin haben. Durch eine Sortierung ist es einfacher, natürlich eure E-Mails nachzuvollziehen, das Ganze zu strukturieren und eventuell, falls Rechnungen gesendet worden sind, diese auch besser rauszufiltern, statt den ganzen Spam, den man ja sowieso immer in seinem Posteingang drin hat. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn dem so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video jetzt noch einen, ja, hier, wo ist er? Da Daumen nach oben geben würdet. Das würde mich mega krass unterstützen. Damit seid ihr ein aktiver Supporter dieses wunderbaren Computer-, Technik- und Hilfekanals. Ihr sorgt damit dafür, dass mehr Leute meine Hilfevideos sehen und mehr Leute über Computer und Technik informiert werden. Und ansonsten, falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Computer, Technik und alles, was mit dem PC zu tun hat, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Falls ihr die Filterregel auch nochmal für das Google-Mail-Adressen sehen wollt, dann habe ich hier rechts oder links irgendwo ein Video noch verlinkt, beziehungsweise ist eine Playlist angelegt. Schaut da gerne mal rein, falls ihr das Thema Google E-Mail oder auch Web.de E-Mail nochmal anschauen wollt. Und ansonsten war es das dann soweit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!